Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. So, wir sind wieder angekommen in der Wüste. Händler macht sofort auf. Ich möchte kurz die Ausbeute vom Sprit zeigen. Wir haben noch 4.500. Wir sind erstmal relativ sicher, würde ich behaupten. Leute, geht's in die Zweier-Quest rein, würde ich sagen. Und mal schauen, was wir da Schönes rausholen. Ich freue mich drauf. So, Bob, was hast du denn schönes im Inventar für dich? Raumzufuhr wiederherstellen. Befallene, die können wir zum Schluss mal machen. Machen wir erstmal die Zweier, die relativ nah dran sind, würde ich sagen. Dass wir da direkt vorankommen. Und vielleicht übernachten wir dann dementsprechend auch hier. Und können dann die Nachtquests auch noch erledigen. Je nachdem, wie gut wir in den 2 Jahren vorankommen. Müssen wir einmal komplett drum rumfahren. Es ist, wie es ist. Wenn wir das Auto looten? Ja, nee, danke. Wir müssen säubern komplett. So, wo geht's denn hier rein? Ganz normal durch die Tür. Da kommen wir nicht hoch. Guten Tag zusammen. Komme ich da ran? Komme ich. Ja, erstmal ein Kopf. Von Farrell. Das fängt ja schon mal ganz toll an, ja. Entschuldigung, ich möchte hier in Ruhe eine Quest machen. Lass mich bitte. Vielleicht ist das nicht so ein Russian wie bei der 9er Quest. Aber na gut. Schau, was uns hier noch erwartet. Vielleicht ein bisschen vorsichtiger. Dann bin ich aber auch befallene gespannt. Oh, Bücher. Stahlknüppel Stufe 3. So viele Bücher. Also wenn mal auch welche drin sind. Immerhin. Okay. Hier geht's hoch. Schon wieder ein Kopf. Versuchen, wie gesagt, die Quest relativ flott, aber gut abzuschließen. Noch ein Kopf, ey.
Gut, abgeschlossen haben wir sie schon mal. Crack and Bock. Ah, das tat weh. Und abgeben. Oh Mann. So ein kleines Röhrchen da. Ich bin echt auf die Gefallene dann gespannt. Ich meine, wir haben eine Waffe. Wir sollten sie eigentlich schaffen, wenn wir relativ vorsichtig da durchgehen. Aber jetzt machen wir erstmal die nächsten drei noch. Die nächsten drei Zweier-Quests. Fertigungspaket. Und den Stahl. Oder zwei sind sogar nur noch. Schraubenschlüssel Stufe 4 können wir jetzt herstellen, aber der ist nicht so interessant. Haben wir was Besseres? Würde ich mal behaupten, dass unsere Ratsche einfach besser ist. Piss off. Vorräte und säubern. Schöne Vehikelbücher. Sprinterella. Wow. Da waren wir ordentlich Bücher drin. Mechanische Werkzeuge Stufe 5. Das heißt, wir können den Bohrer machen und so, und die Kettensäge auf 5, ne? Hier war ich, hier war ich, hier war ich. Bisschen weiter. Moment, habe ich die Quest hier genommen? Doch. Aber wo geht's lang? Hä? Bin ich blöd? Hier sind wir reingekommen. Dann haben wir das gesäubert. Müssen wir jetzt woanders hin? Da ist zu. Keine Ahnung. Machen wir hier einen Durchgang.
Hier ist auch leer. Ein Kaffee. Den gönnen wir uns doch. Oh! Wieder zu gierig gewesen. Autsch, daneben. Okay. Wo auch immer du gerade hergekommen bist. Ich hoffe, dass du da jetzt wieder hin verschwindest. Lieber nachladen, ne? Ja, was haben wir jetzt davon, hier rauszugehen? Oder hier runter? Da ging es dann einfach später hoch. Hier ist Licht. Ich check dieses Gebäude nicht. Es tut mir leid. Hier bin ich reingekommen. Oh, runterfallen wollte ich nicht. Ach, da muss ich rüber. Verstehe. Da hinten ist Thatch. Und hier ist Endloot. Dreimal. Na, komm, lass mich dran. Okay, da oben sind noch welche. Aber ist doch anders. Ah, hier. Und fertig.
Ganz komisches Gebäude, habe ich nicht verstanden. Oh, das müssen wir ja auch nicht, ne? Quest ist erledigt. Nur der Augen jetzt. Der Hund wacht schon wieder auf. So, eine haben wir dann noch und dann die Befallene. Ich bin gespannt. Hello, Traveler. Nehmen wir nochmal den Stahl. Das war ein sehr gutes Bücherpaket. Rüstung, Leder und Eisen freigeschaltet Stufe 1. Das juckt mich herzlich wenig. Polizeiauto würde ich ganz gerne auch noch mal irgendwann machen wollen. Einfach just for fun. Wir haben schon wieder einen Drop. Quatsch. Hey! Was soll denn das? Geht doch. Vorräte. Und säubern. Brauchst du schön die Party? Die Vorräte sind oben, wir müssen aber runter. Hier sogar ein Kopf. Okay, gesäubert haben wir. Hier noch die Vorräte. Brauchen wir nicht.
Auch nicht. Ah, das können wir noch. Na, Vorräte hier oben übersehen. Ist auch schön. So, Quest fertig. Und dann können wir abgeben. Und da haben wir sogar den Drop. Gehen wir erst den Drop holen und dann fahren wir zum Befallenen. Schauen wir mal, was wir da Schönes jetzt drin haben. Aber du merkst auf jeden Fall, diese Zweier-Quest oder Einser-Quest geben einen kaum EP jetzt noch im Nachgang. Im Vergleich zu den Vierern, die wir gemacht haben vorher. Ne? Oder wir brauchen einfach inzwischen zu viel. Und eine Sechser-Waffe. Ackerbaupaket und Zeitschriftenpaket. Vehikel. Moment mal, wie viele fehlen uns denn nur noch? Boah, 6 Bücher nur noch bis zum Motorrad. Das ist stark. Das kriegen wir doch jetzt demnächst zusammen. Dann können wir uns ein Motorrad bauen. Ach, geil. Schon wieder richtig voll beladen. Aber die befallenen Quest würde ich ganz gerne noch machen. Zeitschriften. Und ein Molly. So, 1,1 Kilometer. Eine Zweier befallen, das sollte doch für uns eigentlich machbar sein. Oh, geil, Vehikel. Das sind noch 4 Bücher. Da kann noch mehr weg. Zack, zack, zack. So, auf geht's. Da hinten ist der Sammelpunkt. Mal ein bisschen durch die Wüste heizen. Versuchen wir natürlich wieder so viel wie möglich mit dem Knüppel zu machen. Und ja, wenn es geht, halt unsere Waffe erst spät auszupacken. Na, schauen wir alles gleich davor. Und irgendwann trauen wir uns halt auch die Vierer-Befallenen ran. Der Befallenen in der Wüste natürlich auch. Der Zweier wird natürlich auch
Wenn man drüber nachdenkt, könnte es... Ist da hinten Wasteland? Das sieht ganz stark nach Wasteland aus. Oh, wenn das im Wasteland ist, dann wird's übel. Aber ich glaube noch nicht. Oder? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Sorry. Gerade so drin im Wasteland. Was ist das denn für ein Gebäude? Das habe ich ja so noch nie gesehen. Shit. Was war das für ein Geräusch? Das habe ich so noch nie gehört. Was soll ich hier säubern? Oh ja, radiated. Der Kopf hier echt hochgeschossen? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Wo sind wir denn gelandet? Wir sind Juckerpflanzen und Pilze. Habe ich noch nie gesehen, das Ding hier. Oh, geschafft. Holy shit. Einfach... Wow. Ja gut. Reden wir nicht drüber. Zweier Stahlknüppel. So, und die extra Lootkiste natürlich. Für eine befallene Quest. Da ist ja auch noch Mist drin. Ey, was war das denn? Wieso? Okay, coole, kurze Quest. Gut, dass du von oben runterschießen konntest. Okay, wir müssen schnell wieder raus hier. Wir müssen hier schnell wieder raus. Das ist nur noch... Ihr habt's gesehen. Direkt zwei Radiateds. Bei eigentlich einer Einser-Quest, die zwar befallen war. Wow, wow. Ja, nee, ist klar.
Ja, ich bin auf den Loot gespannt. Mal gucken, was es da jetzt gibt. Ob es da auch bessere Items gibt. Aber das ist geil. So haben wir auch Wasteland direkt gefunden. Da fehlt jetzt natürlich nur noch eine Stadt. Eine schöne. Und dann fehlt uns eigentlich nur das Schneebiom. Eieiei. Aber bisher eine 6er Eisenspitzhacke, glaube ich. Und das war's. Sonst halt generell einfach Items bekommen. Aber sonst noch nichts Gutes bisher. Vehikel. Vehikelbücher sind natürlich ziemlich geil. Also da haben wir gut was rausgeholt. Da fehlen uns jetzt nur noch 4 oder so. Wie sind's? Ja, 4 Bücher. Und dann können wir das Motorrad richtig machen. Und im Motorrad wird es dann wahrscheinlich nochmal ein bisschen angenehmer. Ich weiß gar nicht, ob er mehr Stauraum hatte sogar. Das werden wir dann sehen. Aber das sollte man dann, glaube ich, auch ohne Probleme craften können. Diesmal haben wir auch eine Batterie, Motoren. Ja, mal gucken. Vielleicht können wir das in den nächsten ein, zwei Tagen dann noch dementsprechend craften. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, die 3 Punkte da reinzuhauen. Du hast wesentlich mehr Bücher gefunden. So, gehen wir noch zusammen ab. Und dann war das doch ein echt erfolgreicher Tag. Und wir kriegen nur Mist raus. Gut, dann nehmen wir noch die Nachtquest an. Das können wir dann dementsprechend, wie gesagt, in der Nacht machen. Haben wir noch ein bisschen Zeit für. Ja, das können wir noch weghauen. Das brauche ich nicht. Das kann raus, das kann raus. Der kann auch weg. Und dann sieht das doch ganz ordentlich aus. Gut, ich würde sagen, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.